Hallo, grüßt euch wieder zum Waldbauer-Vlog. Ja, jetzt war erstmal Sommerpause und zwischenzeitlich hat mich auch noch der Coronavirus ereilt. Das heißt, war ich dann auch erstmal mit Fieber zu Hause in Quarantäne gelegen. Ich habe es jetzt das Gröbste überstanden, bin auch wieder negativ getestet. Allerdings, so richtig fit fühle ich mich jetzt noch nicht. Deshalb mache ich jetzt nochmal ein Gesundheitsprogramm, im Wald gehen, Waldbesichtigung machen, was macht meine Verjüngung, Naturverjüngung, die ich jetzt auch mit Verbissschutz angebracht habe. Und gucke dann nochmal, was hier die Leitungsbauer machen. Wir gehen jetzt in die zweite Runde hier mit der 380 kV Leitungserneuerung, den zweiten Strang. Das war ich auch nochmal ganz kurz. Weil das immer ja über mein Grundstück geht, weil ich auf dem Waldgrundstück, was ich hier habe, zwei Hochspannungsmasten stehen. Ja, es gab ja zwischenzeitlich eine unerträgliche Hitzewelle. Da habe ich mir schon größte Sorgen gemacht, was für Auswirkungen das hat. Wir sehen es jetzt gleich bei der Begehung der Naturverjüngung, wie die gelitten hat. Und ja, auch nochmal Monitoring wegen Wildverbiss, wollte ich halt auch nochmal kontrollieren. Gehe ich dann auch nochmal ein. Gut, und jetzt, wie gesagt, bin ich jetzt mal hier in meinem Forst in Bubenhausen, Bubenhäuserlage. Und dann werde ich dann nochmal auch in die andere Lage nochmal schauen. Ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad unterwegs. Und ja, da auch noch mal schauen, mit euch mitnehmen. Ja, des Weiteren hatte ich ja noch angekündigt, wollte ich noch mal ein Special Video machen über das Thema Artenschutz. Bin ich noch dran, ist kein einfaches Thema, das jetzt auf ein definiertes Format zu bringen. Muss ich mir erstmal mal überlegen. Ja, die Jungpflanzen sind ja schon in ganz schönen Trockenstress ausgesetzt, wie man das sieht. Und zuerst hatte ich ja die Verbissene, die draußen war, nicht geschützt war. Und jetzt kontrolliere ich halt die, die noch Verbissschutz hatten. Und man stellt fest, ja, der Trockenstress macht den Jungpflanzen da ganz schön zu schaffen. Da haben wir jetzt ein Exemplar, das sieht gut aus. Das ist aber schon über einen kritischen Punkt auch schon drüber weg. Ganz schön vertrocknet. Also der Verbiss hat hier jetzt nicht zugenommen, kann ich jetzt nicht feststellen, aber die Trockenschäden haben zugenommen. Ja, dagegen nutzt natürlich der Verbissschutz dann auch nichts. Ja, hier sehen sie gut aus. Ist anscheinend auch eine feuchtere Ecke. Ne, da ist mir ein Insektenfraß festzustellen anscheinend. Die Eiche sieht auch noch gut aus. Ja. Buche hier, die wächst gut. Sie ist schon gut entwickelt.
Hier sieht es auch gut aus. Und auch in dem Umfeld ist jetzt auch kein Wildverbiss festzustellen. Also gibt es jetzt erstmal noch nichts zu beschweren. Das ist auch soweit okay. Hier sind wir auch dabei. Hier ist aber auch schon ein bisschen im Trockenstress. So, jetzt sind wir hier wieder bei der Leitungsausbau in der 380 kV Leitung. Haben sie jetzt wieder Platten hingelegt. Für die zweite, für den zweiten Leitungsstrang. Noch irgendein Zettel hier. Steigbaum nicht benutzen. Nun, not use a climbing tree. Schmeißen Sie einfach hier hin. Steigbaum ist hier da an der Seite das gemeint. Ja, hier im unteren Bereich sieht man viele so kleine Bonsai-Bäume, die halt ordentlich verbissen werden. Ja, warum bin ich eigentlich hier unten unterwegs? Weil ich immer noch den Grenzverlauf bestimmen wollte hier in dem unteren Bereich. Ja. Ja, mit der Kamera sieht man das hier nicht, wahrscheinlich. Aber hier geht der Grenzgraben durch. Ich habe das Stück ja von der Gemeinde gekauft und habe jetzt ja noch nicht komplett den Grenzverlauf exakt da bestimmt. War jetzt auch nicht erforderlich hier unten in dem Bereich, da ist passiert eh nichts Spannendes. Aber nichtsdestotrotz will man es ja wissen. Und dann habe ich dann doch, da oben ist ja der Grenzgraben sehr ausgeprägt, auch mit den Grenzsteinen noch, da ist es eindeutig. Nur hier unten verliert sich das ein bisschen, weil da immer viel Windwurf war. Konnte aber jetzt hier unten dann doch noch den Grenzgraben wieder finden. Ja. So dass ich auch hier im unteren Bereich jetzt relativ sicher bin, wo die Grenze ist. Ja. Ja, es war ja die Frage, da hängt noch so eine dünne Lärche halt schief. Das wollte ich halt nochmal wissen. Oh, ob die jetzt noch bei mir auf der Grenze ist oder schon beim Nachbarn. Aber das sieht jetzt doch so aus, als wenn das noch, wenn ich hier den Grenzgrabenverlauf interpretiere, dass das dann doch noch gerade so noch bei mir auf der Grenze, auf dem Grundstück ist. Ui. Was immer ein Wespen ist. Hat nichts Böses gedacht, haben wir da gleich ein Habitat, ein Wespenhabitat gefunden. Die wollen wir natürlich jetzt in Ruhe lassen. Na, von wegen Artenschutz. Also werden wir den Baum jetzt außer stehen lassen. Ich hatte gesagt, da ist ein Wurzelteller, der hat angehoben, der hängt schon da. Den sollten wir lieber wegmachen, aber jetzt ist ein Habitat. Ja. Das wollen wir auch nicht stören. Na.
Ja, die regen sich jetzt halt ein bisschen auf, die regen sich ja wieder ab. Gut. Aber da, jetzt sieht man es nochmal live. Thema Artenschutz. Wie schnell halt aus sich mal so ein Habitat da auftun kann. Man denkt an nichts Böses. Und schon melden sich welche zu Wort. Hallo, hier, pass mal auf. Bei den Wespen da, die können ja schnell auch mal stechen. Da habe ich jetzt keine Angst vor. Da Wespen sind in der Regel noch meine Freunde. Da habe ich schon viel mit Wespen zu tun gehabt. Deshalb, wenn sie mich ärgern, dann, dann ärgere ich zurück. Jetzt im normalen Maße, jetzt natürlich jetzt nicht übertrieben, aber beziehungsweise zieht man sich da eher zurück, was wir jetzt ja machen. Ne? Und, aber wenn sie jetzt fangen mich jetzt hier zu attackieren, dann hört da bei mir der Spaß auch auf. Ne? Das ist damit gemeint. aber ich weiß, sie attackieren einen nicht so schnell. Also die sind eher damit mit sich selber beschäftigt. Ja, jetzt bin ich auf der Obstwiese und sieht gut aus. Es sieht natürlich einige Apple-Bäume, die sind auch nicht richtig geschnitten. Das muss auf jeden Fall im Herbst mal angegangen werden, dass die Apple-Bäume da mal einen ordentlichen Rückschnitt bekommen, weil sonst brechen die alle auseinander. Aber hängen alle voll. Das ist der Pflaumenbaum, also Zwetsche, der hängt auch voll. Dahinter ist der Pflaumenbaum. Aber die Pflaumenbäume, die sind so brutal, die machen so dicke Pflaumen, dass sie komplett auseinanderbrechen. Also wenn man da nicht jedes Jahr hinterher ist und die konsequent schneidet, zerstören die sich selber. Ja. Was ich jetzt, ein Pflaumenbaum schon komplett sich selbst zerstört hat bei mir. Und der zweite ist schon kurz davor, sich komplett zu zerstören. Ja. Weil dann plötzlich, auch wenn das nur so ein kleiner Ast ist, da ist so viele Pflaumen dran, ist unfassbar. Und dann bricht das alles zusammen. Ja. Ich weiß, das ist alles nicht sehr so. Wenn ich das mir schon angucke, ist es schlimm. Ja. Der Apfelbaum, der hängt wie eine Trauerweide. Das muss jetzt unbedingt was gemacht werden, dann geschnitten werden, damit da aus dem Baum noch was Vernünftiges draus wird. Ja, Holunder wird auch wieder was, ist wieder fleißig am Wachsen. Beeren sind noch grün, aber werden dann irgendwann wieder schön reif. Bin auf der anderen Seite, da hinten ist auch noch Holunder, also am Holunder gibt es genug, wo es dann wieder schön aufgesetzten Schnaps von gibt. Also der letzte Mal, den meine Frau aufgesetzt hat, der war richtig, richtig lecker, der Holunder. Den hat man richtig gut rausschmecken können. Also richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Also hier entsteht auch eine problematische Situation für meine Obstwiese, weil die Hainbuchen, die gehen ja ganz schön hoch und wollen natürlich hier meine Obstwiese stark einnehmen. Das muss ich dann auch nochmal jetzt im Herbst auch nochmal zurückschneiden. Na, sonst machen die meinen Holunder und meine hinten noch meine Apfelbäume, die sind auch schon fast alle eingewachsen. Da sind auch noch Walnussbäume und die Hainbuchen, die jetzt hier im Hang im Graben stehen, die drücken natürlich hier stark raus und wollen alles andere ersticken. Und das, dem muss man immer regelmäßig gegenwirken.
Die Hainbuchen kommen in der Regel auch mit einem konsequenten Rückschnitt ganz gut zurecht. Ja. Und treiben dann relativ schnell auch wieder neue Sprösslinge aus, sodass sie auch nach ein paar Jahren wieder die gleiche Situation sich dann darstellt, wo alles andere da ein bisschen zurückgedrängt wird hier von meiner Obstwiese. Ich hatte das schon einmal gemacht, aber mein Vater hat es auch gemacht, der hat die ganze Baum unten abgeschnitten. Ja. Aber der Baumstock ist komplett aus, wieder ein neuer Baum draus rausgewachsen. Ja. Also das ist schon erstaunlich. Ne? Vielleicht findet man hier mal ein Beispiel. Ja, hier sieht man es halt auch. Der Baum wurde hier komplett abgeschnitten, hier der Zweig. Und dann entwickeln sich daraus wieder alternative Äste. Also die Hainbuche da, die hat dann ordentliches Wachstum. Ich hatte hier ja auch schon einiges weggeschnitten. Aber man sieht, das hat er sich schon wieder, also vom letzten Jahr, jetzt schon wieder gut ausgeglichen. Hier sieht man jetzt noch den Haselnuss. Das ist auch so ein Wachstumskünstler. Wenn man den lässt, wie er will, dann nimmt er halt den kompletten Raum ein, wo er eigentlich nicht hin soll. Der Ahorn hat hier ordentlich Samen hängen. Das ist gut. Ist noch nicht umgefallen vom Wind. Hängt zwar schon relativ schräg, aber er samt jetzt noch mal ganz gut aus. Ja, man sieht auch so ein bisschen jetzt schon hier in diesem Schlagbereich, wo das ganze Astwerk ist, dass man da schon so wieder Wildwege erkennen kann und halt auch Fraßspuren, ne? Wo die an der einen oder anderen Ecke, hier sieht man es halt auch, das scheint hier eine beliebte Pflanze zu sein, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Vielleicht schreibt das einer in die Kommentare, der sich damit auskennt. Aber die scheint gerne gefressen zu werden. Also sieht man schon halt die Wildbewegung hier. Und wenn jetzt natürlich kleine Bäumchen da, Keimlinge kommen, dann werden die natürlich auch gerne angenommen. Ja, da war schon wieder ein Rehbock. Sah aus wie ein Rehbock. Ja. Machte jetzt da rüber, weil hoch zur Straße, das war ihm dann doch zu high. Also irgendwas am Glitzern. Wenn da jemand schon wieder was da reingeschmissen hätte, dann muss ich dann auch noch mal gucken. Aber da werden wir auf die andere Seite fahren mit dem Fahrrad. Das noch mal anschauen. Aber von hier sieht das schon mal gut aus, dass da unten die Bäume, die Laubbäume, die ich da noch stehen hatte, ja, die haben anscheinend schon noch Schub bekommen. Na? Und trotz der Hitze jetzt sehen sie zumindest von Weitem schon mal ganz gut aus. Ja, es ist, was da oben ist bei den jungen Buchen, da muss ich noch mal gucken, ob da nicht der Rehbock da irgendwas macht oder, weil da habe ich halt auch Schaden gehabt und hoffe, dass da jetzt nicht der Schaden sich noch erweitert. Ja, was man alles wieder findet hier, Schnapsflasche. Sankt Hubertus, Jäger.
Also liebe Jäger, nicht einfach die Schnapsflaschen in den Wald werfen hier irgendwo hin. Ich finde alles. Eine Zahl, eine 3. Tja, vielleicht ist einer 3 Jahre alt geworden, weiß man nicht. Zumindest sieht man jetzt, wo das landet. Ja, landet hier irgendwo im Wald, der Scheiße. Ja, hier sieht man jetzt ganz gut an einem Ahorn hier. Ist natürlich hier an der Hanglage, ist auch klar. Aber der Ahorn ist ja schon angewachsen. Der wäre auch gerade hochgewachsen. Aber wie hier die Brombeeren den dann doch runterdrücken. Ja. Und ja, das. Da kann man die Brombeeren halt nicht so tolerieren. Da muss ich dann auch mal dran gehen, hier die Brombeeren da ein bisschen zurücknehmen. Ja, da sieht man jetzt einen Ahorn. Der hat jetzt schon die kritische Phase überstanden, dass die Brombeeren da immer so schnell den runterdrücken können. Aber wenn man die Brombeeren sich zu stark vermehren lässt, dann schaffen die es auch noch, den auch noch runterzudrücken. Deshalb muss man da ran. Ja, das ist hier unten am Scherengraben. Also das Waldgrundstück am Scherengraben. Scherengraben heißt, weil es hier zwei Grabenseiten so auseinandergehen bzw. zusammengehen hier unten, wie so eine Schere. Und ja, da ist dann rechts und links an dem Grabengrundstück Baumbestand. Auf der anderen Seite ist es weniger forstwirtschaftlich, sondern das ist dann eher Holzung, sagt man dazu, sondern Gehölz. Und hier auf der Seite, auf der rechten Scherengrabenseite, muss ich jetzt so rumdrehen, dann, Quatsch, jetzt bin ich genau verkehrt. Genau, der linken Scherengrabenseite, da ist auch forstliche Nutzung noch, weil der Grabenbereich halt noch weitläufiger geht. Und ja, mir gehört ja jetzt hier der meiste Teil des oberen Scherengrabenbereichs, wo der Wald ist. Und da werde ich auf jeden Fall auf Baumvielfalt, Artenvielfalt jetzt setzen. Hier jetzt mit, so wie es hier teilweise war, war ja nicht vollständig, sondern nur so teilweise mal so 3000 Quadratmeter rein Fichtenbestand oder sowas, das ist hier natürlich kein Ansatz mehr. Also wo, hier ist ja noch ein bisschen Fichten-Naturverjüngung dabei, die wird ja jetzt nicht weggemacht, wird jetzt erstmal gelassen. Aber jetzt von der Aufforstung wird dann auch auf Baumartenvielfalt hier gesetzt. Das bedeutet natürlich, es macht ja eigentlich auch hier auch gar keinen Sinn, da jetzt so Monokultur zu machen oder intensive Wirtschaft in der ursprünglichen Form zu machen. Aber man kann halt auch eine intensive Wirtschaft machen, mit einer Baumartenvielfalt. Natürlich nicht so, wie man es damals gewohnt war, sondern halt dadurch, dass man halt stetiger, also in der Kleinstprivatwaldbeforstung immer quasi eine ständige Durchforstung macht, Brennholz,
natürlich im Wesentlichen. Und ja, gegebenenfalls auch Wertholzsortimente für Kleinsägewerk. Und das ist, denke ich mal, auch ein gutes Konzept. Da macht Kleinstprivatwaldbesitz Sinn. Und das versuche ich halt hier jetzt umzusetzen, soweit ich es halt noch kann. Ja. Irgendwann ist meine Zeit auch abgelaufen, das muss man ja auch sagen. Und dann hat man zumindest einen Mischwaldbestand hinterlassen, der hoffentlich zukunftsfähig ist. Ja, in der Waldlage im Grund, da sieht es anders aus. Das ist ein, auch von der Geländeform, zwar auch ein Wassergraben dazwischen, aber nicht so wie hier, sondern ist halt schon auch mit Maschinen besser bewirtschaftbar und da und ist halt auch geschützter, eine geschütztere Lage, also auch für den Klimawandel, wenn es jetzt heißer wird, ist es dann doch unten in einem geschützten Bereich dann nicht so dem Hitzestress ausgesetzt wie an anderen exponierteren Lagen. Sodass ich dort nicht auf kompletten Mischbestand, also primär Laubholz gehe, sondern halt auch da Nadelholz gehen werde. Na, also auch noch in der Lage sein werde, da nochmal größere Mengen dann auch daraus verwerten zu können. Ja, also einheitliche Sortimente in größeren Mengen, was heißt größere Mengen, natürlich für die im Verhältnis zu der Fläche, die es da halt nur gibt, dann halt entsprechende Sortimente dann. Also ich werde das ja nicht mehr erleben, aber das in der Zukunft dann rausgezogen werden können. Ja, hier sieht man die Ahorn-Naturverjüngung und ist auch noch vom Wildverbiss verschont. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt so, dass, weil hier jetzt genug anderes Grünzeug steht, dass halt hier die Baumsprösslinge noch Glück haben. Ne? Also das muss ich jetzt hier schon feststellen. Aber es kann sich schnell ändern, wenn ich die ganze Grünwuchs da dann weg ist. Das passiert ja dann demnächst. In den nächsten Wochen und Monaten und dann sind natürlich die kleinen Bäume dann sehr schmackhaft für das Wild. Deshalb werde ich dann noch mal dran gehen, noch mal Einzelschutz machen. Ja, das ist auch so ein schöner Ahorn, vital sieht er aus. Ja, und hier sieht man wieder halt diese Bonsai, typischen Bonsai-Buchen, die halt schon mehrfach über mehrere Jahre verbissen worden sind. Na, da sieht man, aktuell ist er zwar jetzt nicht verbissen worden, aber na, wie gesagt, spätestens ein paar Wochen zum Herbst hin ist das auch wieder verbissen. Ja, hier muss ich noch mal ran, da auch noch mal Verbissschutz, Einzelverbissschutz setzen. Mit der Einzäunung, das habe ich mir auch noch überlegt, aber das ist jetzt noch nicht Thema. Deshalb muss ich erst noch Einzelverbissschutz setzen. Ja, hier waren noch die Eichen, sehen auch gut aus. Ja, ist schade, dass von der Fällung da die Spitze abgebrochen ist. Gibt
halt auch Fellschäden. Kann man nicht vermeiden. Aber hier sieht alles ganz gut aus. Der Ahorn, der ist auch gut gewachsen hier. Super, weil der hatte auch schon mal so einen Zustand, das war nur noch so ein Stängel. Und da dachte ich schon, ach du Scheiße, was ist das denn? Nur noch so ein Stängel, das wird nichts mehr. Aber siehe da, wächst. Viel Ahorn, Naturverjüngung. Eiche sehe ich auch etwas. Und die muss ich jetzt nochmal fördern. Die Eiche, die wird hier vom Gemeindewald nebenan abgeworfen. Und ich finde es halt immer ganz gut, wenn man jetzt an so einem Forstweg Eichen stehen hat. Ja. Und das werde ich ja auch nochmal fördern, dass hier die Eichen auch eine Chance haben, hier am Forstweg. Und jetzt nicht alles durch Ahorn und Rotbuche oder Hainbuche überwuchert wird. Und dann geht es ja noch darum, noch andere Baumarten halt einzumischen. Elsbeere war ja noch. Winterlinde wollte ich ja auch noch dabei haben. Und. Gehe ich jetzt nicht mehr in Einzelnen drauf ein. So, jetzt kommen wir zum Ende meines Vlogs. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ein paar informative Sachen dabei, was ich hier so mache mit meinem Wald. Wichtig ist halt auch zu gucken und sich damit zu beschäftigen. Und auch wenn es noch so kleine Maßnahmen sind, helfen doch dem Wald dann schon wieder sich zu entfalten. Also, ja, jetzt war erstmal eine Sommerpause, bin auch noch ein bisschen kränklich. Seht es mir nach. Also, wenn ich wieder fit bin, dann gibt es wieder Action-Videos. Und bis dahin, macht's gut. Vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, zu abonnieren und Kommentare zu hinterlassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.